Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem kleinen Statusbericht über mein .NET-Klon-Projekt. Also, wie ich im letzten Vlog schon erklärt habe, habe ich mich daran gemacht, einen, ja, sagen wir mal, einen nativen Klon für C++ zu entwickeln, ein Klon für das .NET-Framework. Natürlich ist das .NET-Framework riesig, deswegen ist es auch eine riesige Aufgabe und deswegen mache ich auch diesen Zwischenstatusbericht, um darüber zu informieren, was ich getan habe und wie ich es getan habe. Das heißt, ihr werdet heute Code sehen. Wer sich mit Programmieren nicht auskennt oder sich nicht dafür interessiert, der sollte sich das hier nicht angucken, weil das hier wird etwas langwierig und detailliert. Also, warum habe ich das gemacht? Werde ich jetzt nochmal für die Leute, die den Vlog nicht geschaut haben und nicht schauen möchten, erklären. Ich habe angefangen zu programmieren auf C-Sharp. Das heißt, C-Sharp zu benutzen ohne das .NET Framework oder nennen wir es auch Mono. Mono ist ja auch quasi nur ein Klon. Ist quasi sinnlos, weil C-Sharp da nicht viel mehr bringt als einen. Ja, wie soll man sagen, einen Garbage Collector, der hinter einem aufräumt. Da kann man auch Java nehmen. Weil, ja, C-Sharp ohne sonst irgendwas zu nehmen, das hat halt nicht viel mehr als andere Programmiersprachen. So nackt. Deswegen, ja, was habe ich gelernt? Ich habe das .NET Framework gleich von Anfang an mitgelernt. Ich habe gelernt, dass es die System Date, die System Net, es gibt die String-Klassen, alles ist ein Objekt und so weiter und so fort. Das habe ich gleich zu Anfang gelernt und bin dann später auf Java umgestiegen, bla bla bla. Aber ich habe mir eben privat, habe ich mir eben C++ beigebracht. Und da habe ich mir gedacht, warum ist C++ so kompliziert? Klar, C++ kommt von C. C läuft alles über Structs und Methoden. Damals gab es keine Klassen. C++ hat seine Klassen, aber sie sind immer noch ein bisschen störrig zu handhaben, will ich mal sagen. Es gibt sehr viele Ausnahmen, jeder macht da sein eigenes Ding und zumindest hier in Visual Studio ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel die Chrono, so, ja, Chrono geht noch, aber so Sachen wie String oder so, da gibt es einfach keine Erklärungen an den Methoden, was die tun. Es gibt nur Übergabeparameter und das, was zurückkommt und das ist halt alles so verwurschtelt, ohne Erklärung. Und das ist eine Referenz von einem Zeiger, der von wohin, den sollst du dir normalerweise daraus herholen, aber das weißt du nur, wenn du die Dokumentation gelesen hast, die übrigens nicht sehr schön ist. Und ja, also es ist ziemlich viel Klimbim-Bims umherum. Also es ist mit C++ 11 und 14 sind sehr viele schöne Sachen dazugekommen, das muss man sagen. Auch Microsoft hat ja ein bisschen was für C++ dazu entwickelt, aber wenn ich irgendwas von Microsoft nehmen würde, dann wird es ja nicht plattformübergreifend sein und das ist auch ein Ziel von diesem Projekt. Also habe ich mich eben daran gesagt, erstmal die wichtigsten Dinge, die ich so als C-Sharp-Programmierer als erstes in C++ gerne hätte, in eben C++ zu übertragen. Und ihr seht schon hier, was ich bis jetzt gemacht habe. Es ist nicht viel. Aber ich kann euch sagen, es war zeitkonsumierend, da ich, ja, ich bin beruflich kein C++-Programmierer, deswegen nehmt den Code nicht für das Ultimative, sondern, wie man sagt, with a grain of salt. Ja, also gehen wir zuerst mal, das ist nur eine kleine Testklasse mit einer Main-Methode, hier teste ich den ganzen Kram, ob die Funktionen auch so funktionieren, wie sie sollten. Ich habe noch nicht alles getestet von dem, was ich implementiert habe. Klar, sollte man tun, aber das Implementieren war mir vorerst wichtiger. Also, Timespan und so weiter und Date Time machen wir nachher, weil ich kann euch sagen, das Date Time, das war die Chrono-Klasse hier, die Alter. Die zieht ein bisschen rein. Nehmen wir erstmal die String-Klasse. Das ist das, worum ich mich als erstes gekümmert habe, weil was ist so der Alltag als Programmierer? Was will der Mensch haben? Er will Zeichenketten übertragen, er will mit ihnen arbeiten, er will sie zusammenfügen, er will sie auseinanderschneiden, er will sie splitten. Stichwort CSV und so ein Kram. Das ist so
Brot und Butter von fast jeder Programmiersprache. Und deswegen habe ich mich darum gekümmert, hier etwas. Moment, es tut mir wirklich leid. Ihr wisst noch gar nicht, wovon ich rede. So, das hier. Jetzt wisst ihr, wovon ich rede. Also auf jeden Fall habe ich mich erstmal darum gekümmert. Sorry, hier ist die Testklasse. Hier drüben habe ich den C-Sharp-Code. Das ist im Grunde genommen nichts anderes. Hier habe ich einfach nur geguckt, was hat die Klasse String für Methoden. Und dann habe ich die versucht, hier rüber zu kopieren. Also hier haben wir erstmal die Header-Datei für die String-Klasse. Einfach nur ganz leicht aufgelistet, was wir so für Methoden hier in C-Sharp haben. Das Clone weiß ich nicht genau, wie ich es umgesetzt habe. Das wollte ich eigentlich, glaube ich, in Stringzeiger zurückgeben. Genau, hier sind die Konstruktoren, hier ist der Destruktor. Ja, gut. Das war nicht schön umgesetzt, muss ich sagen. Entschuldigt mich gerade. Das will ich ändern, damit das hier auch läuft. Hier soll ein Zeiger zurückgegeben werden, aber da es ja ein Clone ist, soll ja der Inhalt mit übergeben werden. Und dann machen wir ein Dis. Haben wir es genannt? Ja, Operator war es nicht. Es war einfach nur ein Value. Das gehört nicht dazu, deswegen müssen wir wahrscheinlich die Adresse davon nehmen. Ja. Okay, jetzt stimmt das Ganze. Sorry, ist mir gerade aufgefallen. Ja, auf einmal, vor allen Dingen, wenn man quasi hier mit den Strings arbeitet, also mit dieser implementierten String-Klasse, dann kann es auch sein, dass man an den ursprünglichen C++-String kommen will. Deswegen habe ich noch diese Methode getStringValue hinzugefügt, die dann quasi den Basiswert zurückgibt. Denn man sieht hier unten, ich habe nur eine einzige private ist das Property Variable, die eben den Stringwert als C++-String speichert. Warum habe ich das gemacht? Ich wollte das Rad nicht neu erfinden. Ich wollte einfach nur einen Wrapper basteln, damit jemand, der von C-Sharp rüberkommt, sich besser fühlt quasi. Mag jetzt vielleicht für einen eingefleischten C++-Programmierer etwas lächerlich klingen, aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, wenn man von anderen Programmiersprachen zu C++ kommt, dann ist nicht schön. Nein. Vor allen Dingen die Methoden, die heißen anders. Sie heißen, für normalen Menschen sind die Methoden, die String-Klasse anbietet, nicht wirklich intuitiv. Genau, das war das Wort, das ich gesucht habe. Deswegen ist auch hier der String-Klassenname groß geschrieben, dass es keine Hörwechselung mit dem C++-String gibt. Also, wir gehen erstmal über die Konstruktoren drüber. Klar, ein String kann man, haben ja eine String-Klasse eingeführt, mit einem String direkt initialisieren. Man kann es, ich weiß nicht, hier sollte ich wahrscheinlich ein Kaufmannsunt hinmachen, damit als Übergabeparameter benutzt man ja häufig Referenzen und keine Zeiger. Da bin ich mir noch nicht sicher, was ich machen sollte oder nicht. Also wenn da jemand konstruktive Vorschläge hat, bitte gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin kein Experte, aber meine Intentionen sind wohlwollend. Gerade sagen. Natürlich kann man das Ganze auch mit einem normalen C++-String initialisieren und mit einem guten alten C-String, der sich nur über einen Char-Pointer identifiziert, hinter dem ein Char-Array hängt. Soweit, so gut. Das hier haben wir geklärt. Compare, die Methode gibt es schon in C++. Deswegen ist hier Compare nichts anderes als ein Wrapping der ursprünglichen C++-Methode. Value, wahrscheinlich sollte ich hier vor ein Dis machen, damit es keine Verwechslung gibt. Das waren so die Anfänge, da habe ich mich noch nicht so reingefunden. Mittlerweile bin ich ein bisschen besser in C++ geworden innerhalb von dieser einen Woche. Ich habe jetzt, man kann jetzt wirklich sagen, ich sitze jetzt eine Woche daran. Man sieht auch, ich
war nicht gerade faul dabei. Also ich habe jeden Tag irgendwas so mit 3 bis 4 Stunden reingesetzt. Contains. Boah, wie habe ich denn das umgesetzt? Ja, genau, Find. Klar, Find ist logisch, wenn man weiß, wonach man sucht. Aber Contains heißt halt, ist halt eben die Methode in C#, deswegen einfach gerappt. Copy to, einfach gerappt. Da habe ich mir ein bisschen ja, mit Substring gearbeitet, weil ja, Copy to nimmt halt diese Sachen hier über. Ends with war, glaube ich, auch ein Find. Compare. Size. Bob, bob, bob. Ja. Also für viele Sachen muss ich sagen, habe ich auch gegoogelt, weil ich wusste nicht, ob es solche Methoden schon gibt in C++. Deswegen habe ich einfach gegoogelt. Index of, eine ganz wichtige Methode, die ich früher schon sehr viel verwendet habe, um zum Beispiel HTML auseinanderzunehmen. Wollte keine speziellen Parser für XML oder HTML nehmen, deswegen habe ich eben Index of und Substring-Methoden verwendet und ich finde das relativ wichtig, dass es diese Methoden gibt. Index of und Last Index of. Insert ist auch relativ klar. Wir haben halt sehr viele überladene Methoden, die ich einmal mit, ja, hier habe ich mit quasi .NET Clone Strings ersetzt, damit man, ja genau, alles einfach nur find gerappt, aber halt schön gerappt. Das heißt, von außen sieht es dann fast aus, vor allen Dingen, wenn man mit einer Referenz oder sowas arbeitet oder mit der Klasse direkt, dann sieht es wirklich aus, als wäre es C#-Code, weil man einfach nur Variable Punkt Methode macht und dann kriegt man schon das Ergebnis. Ja, Length. Es gibt, soviel ich weiß, auch ein Length für den ursprünglichen String. Ja, Length gibt es auch. Ist ja gleichbedeutend, so wie ich gelesen habe, mit Size. Also mit der Methode Size. Noch eine Sache, die es ja halt in C++ nicht gibt, das sind Properties, sondern ja, Properties sind ja auch in C# einfach nur gerappte Methoden, aber halt sehen von außen anders aus. Und sind auch von außen anders ansprechbar. Nicht mit den Klammern, sondern einfach nur gib mir was oder schreib irgendwas rein. Und Getter und Setter erledigen das dann intern. Ich habe ein, zwei Versuche gemacht, das zu replizieren, aber ich habe es gelassen. Deswegen, das werden wir bald noch sehen, wie ich das gehandelt habe. Dann Path Left, Path Right, das sind Dinge, die habe ich ebenfalls gegoogelt. Das sind keine größeren Dinge, einfach nur Vergleiche, passt es da rein, wie groß ist es und dann Insert. Ja, Insert fügt einfach so gewisse Zeichen ein. Hier hätte ich quasi hier im Path Left. Zur überladenen Methode Path Left hätte ich quasi einfach nur Path Left mit einem speziellen Padding Char benutzen können. Aber ja, habe ich halt nochmal extra implementiert. War sicher nicht tödlich. Remove. Das gibt es so viel, ich weiß auch schon. Genau, heißt halt nur hier Erase. Weiß ich nicht. Also ich kenne es auch aus anderen Sprachen, dass es Remove heißt. Deswegen ist ein bisschen intuitiver, was das angeht. Also, wie gesagt, ihr werdet hier keine größere Magie sehen, sondern nur den Basic-Kram. Replace gibt es, soviel ich weiß, auch schon in gewisser Art und Weise. Genau, es gibt noch diese Replace-Methode, dass man alle Vorkommnisse ersetzt, was die Replace-Methode hier, glaube ich, nicht macht. Genau, hier sieht man sogar, das hier habe ich wo aus dem Internet rauskopiert. Stack Overflow muss ich ist hier zu danken. Ja, replace und dann einfach this return. Split, eine der wichtigsten Methoden, wie ich finde, die es so an sich in C++, glaube ich, nicht gibt, zumindest nicht ohne Aufwand. Deswegen habe ich die, normalerweise muss man das ja so umsetzen, aber man hat es eben nicht in einer Zeile. Das ist natürlich, das hier ist auch mit dem String Stream, das ist auch nur Code, den ich rausgezogen habe. Und die Split-Methode in C# gibt
keinen Vektor zurück, sondern gibt ein String Array zurück. Jetzt habe ich danach gegoogelt. Klar, ich könnte jetzt nachträglich aus diesem Vektor noch ein Array machen. Das ist nicht das Problem. Aber ein Vektor passt mir einfach eher. Dann gebe ich nämlich noch demjenigen, der das dann bekommt, also der Split aufruft, gebe ich dann noch die Möglichkeit, darüber etwas leichter zu iterieren. Meiner Meinung nach. Kann man sich natürlich drüber streiten, aber normalerweise gibt man ja in C++ Arrays über einen Pointer an. Das heißt, ich hätte nur einen String-Pointer. Und den dann zurückzugeben, es ist zwar sehr C++-Style, aber es ist meiner Meinung nach nicht schön und nicht intuitiv. Mein Ziel war quasi ein Framework intuitiv zu machen, was den Code lesbarer macht. Weil wir werden später bei Date Time werden wir noch sehen, das wird unlesbar mit der Zeit. Ja, die Variablen-Namen sind nicht die schönsten. Ich gebe es zu, res steht immer für Result. Also das wird immer die Variable sein, die ich zurückgebe. String, String, SS, String, Stream. Ja, aber es ist halt, erstens ist es gerappt hier drin. Und zweitens, der Code hier ist so kurz, dass ich mir eben keine Mühe gemacht habe, schöne Namen zu finden. Hier sieht man es schon etwas anders. Das hier hat ein bisschen mehr Code, ein bisschen viel Variablen ineinander drin. Das heißt, das ist erstmal so ein Variablenhaufen hier. Da habe ich dann schon passendere Namen verwendet. Genau, starts with. Gab es ja auch noch. Substring, sehr wichtige Methode. Gibt es ja auch für die C++ Strings. Nur heißt es da halt Substr. Und in dem Fall, wie üblich, einfach nur ein Wrapper. Das heißt, wenn hier ein Fehler passiert, werde ich die einfach direkt nach außen getragen. Große Try-Catches habe ich hier jetzt auch nicht drin. Also ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, jetzt eigene Exceptions zu schreiben für spezielle Fälle, die da drin auftreten. Ist dann etwas, was ich mir für später aufhebe. Das heißt, das hier ist nicht final. Das heißt, wenn jemand nach dem Code fragt, ich kann ihm den Code gerne geben, aber ich kann euch sagen, das ist mit Vorsicht zu genießen. Also ich habe ihn schon verwendet, wie man hier sieht. Funktioniert auch soweit. Ich habe auch bei der Verwendung, habe ich gesehen, musste noch ein bisschen nachbessern an manchen Stellen, aber was ich auch noch vorhabe, ist für die einzelnen Methoden oder zumindest für Gruppen von Methoden einzelne Tests zu schreiben, habe ich allerdings noch nie gemacht. Das heißt, es gibt ja, naja, Zeit haben wir eh. Kleine Anekdote, ich habe ja vor kurzem meine Prüfung gemacht und da habe ich mit einem anderen Azubi gesprochen. Andere Firma kannte ich vorher nicht, aber der hat eben bei seinem Projekt Test-Driven Development gemacht. Das heißt, man schreibt erst die Tests, damit man quasi die einzelnen Methoden oder Klassen aufrufen und dann das Ergebnis überprüfen. Ist eine sehr interessante Sache, finde ich häufig, nur es steht der Motivation etwas im Weg. Ich kann es aus Unternehmenssicht verstehen, bei sehr großen Projekten kann ich es ebenfalls verstehen, aber es liegt mir persönlich nicht so. Aber es ist nichts, was sich nicht noch ändern kann, weil ich habe bei ein bisschen Nachdenken habe ich schon gemerkt, dass es einige Vorzüge hat. Vor allen Dingen bei sowas wie das hier, wo ich quasi einfach nur was von hier drüben nehme, hier rüber kopiere und nicht weiß, ob es funktioniert. Das heißt, ich müsste hier drüben einen Test schreiben in C#, der dann testet, was dabei rauskommt. Und dasselbe muss dann auch hier drüben in C++ passieren. So, toChar-Array, da habe ich ein bisschen Probleme gehabt. Da habe ich nämlich zuerst hier diese Copy-Methode verwendet. Und Copy wird von Microsoft Visual Studio als deprecated aufgeführt. Deprecated hat in dem Fall den Nachteil, dass es meinen Code erstmal nicht ausführen will. Jetzt habe ich einige Flags gesetzt, die dafür sorgen, dass ich deprecated Methoden benutzen darf. Musste einige Einstellungen vornehmen, hat mich ein bisschen Zeit und Nerven gekostet, weil Visual Studio ist da nicht so offenherzig. Aber im Endeffekt habe ich es rausgefunden. Glücklich bin ich trotzdem nicht drüber. Ich habe es nur in dem Fall nicht verwendet, weil eine einfache Vorschleife hat es auch getan. War jetzt nicht viel Arbeit. Ich habe mir nur gedacht, wenn es schon eine Methode für gibt, benutzt die. Die könnte schneller sein. Aber ja,
Vorschleife tut's auch. Too lower war schon ein bisschen mehr das Problem. Dieses Transform kannte ich vorher nicht. Musste ich erst, genauso wie beim Too upper, musste ich erst kennenlernen. Und zwar mal wieder über Stack Overflow. Weil wenn man irgendwas sucht auf Google, dann kommen meistens Stack Overflow Probleme und Antworten. Nicht aber, außer es ist halt die C++-Referenz, aber die kann man sich nicht mit normalem Verstand anlesen. Deswegen, ja, auch wieder danke Stack Overflow. Ja, das ist einfach nur, also wirklich die Zeile ist fast 1 zu 1 kopiert, bis auf das ich meine Variablen verwendet habe. ToString, da muss man auch noch drüber reden, weil, wie ihr vielleicht hier gesehen habt, das Ganze erbt von Objekt. So etwas, das von Objekt erbt, hat dessen Methoden. Mein Objekt hier ist nicht groß, aber das ist das C-Sharp-Objekt ja ebenfalls nicht. Ja, GetHashCode. Seht ihr schon hier unten. Ein Hashcode, ich habe keine normale Funktion gefunden, die mir jetzt so einen Hashcode generieren könnte. Also so Zahlen, Buchstaben, Kombination. Kenne ich zumindest aus. War das? Ich glaube, Java hatte das auch, GetHashCode, dass man so was Schönes zu identifizieren, was zumindest innerhalb dieser VM eindeutig ist. Deswegen habe ich einfach den Zeiger genommen von dem jeweiligen Objekt, dass es sich eben. Ein Zeiger sollte einzigartig sein. Klar, ein Zeiger kann woanders noch vorkommen, aber hinter dem Zeiger sollte immer dasselbe Objekt stehen. Außer man endet zwischendrin das Objekt, aber das. Also man verschiebt das Objekt woanders hin oder so, aber dann sollte der Hash. Naja, der Hashcode ist dann. Generate Hashcode wird, glaube ich, irgendwo aufgerufen. Nicht, dass ich den Fehler gemacht habe. Generate Hashcode. Ja gut, das sollte eigentlich drin passieren. Ein Fehler, aber. Es ist doch schön, dass man mal drüber geredet hat. Ja, und auch hier wieder die ToString-Methode. Klar, es gibt irgendwie C-Sharp, gibt es häufig einfach nur bei ToString System.Object oder System.String zurück. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wie C-Sharp das handelt, weil häufig habe ich es gehabt, ich mache bei einer Klasse ToString und bekomme einfach nur System.Dename oder sowas oder System.Net.Dename von der Klasse. Manchmal bekomme ich aber auch eine custom implementierten String zurück, der dann irgendwas Spezielles von der Klasse hinweist. Ich weiß jetzt nicht, ob bei der String-Klasse hier diese Instanz von String zurück wird keine wirkliche Konvertierung durchgeführt. Ja, daran sieht man schon. Ist einfach nur. Ja, wird einfach this zurückgegeben. Hier habe ich mal gemacht System.String zur Identifizierung. Was ich genau damit mache, weiß ich noch nicht. Wem vielleicht schon aufgefallen sein wird, ich habe Sachen nicht 1 zu 1 implementiert wie hier drüben. Das ist zwar meine Intention, das 1 zu 1 zu implementieren, aber wie gesagt, Properties oder manche Dinge, die kann man einfach nicht implementieren. Oder besser gesagt, man kann schon, aber der Aufwand ist viel zu groß. Und ich will in endlicher Zeit mit dieser Aufgabe fertig werden. Klar, es wird mich wahrscheinlich noch, je nachdem wie lange ich jetzt arbeitslos bin, wird es länger oder kürzer dauern. Aber momentan kümmere ich mich eben darum. Ja, Trim gibt's ja verschiedene. Ja, was macht Trim? Muss ich das eigentlich erklären? Es trimmt Leerzeichen vorne und hinten ab. Soviel ich weiß, gibt es noch Trim spezielle Zeichen oder das ist halt nicht nur Leerzeichen, sondern auch Tab, Newline und sonstiger und Return Line, Carriage Return Line Feed oder sowas ab. Cuttet quasi. Aber darauf habe ich mich jetzt noch nicht fokussiert. Wenn das quasi gebraucht wird oder gewünscht wird, falls sich irgendjemand mal dafür interessieren sollte für dieses Framework. Kann man das gerne noch nachträglich implementieren. Ich habe es auch schon vorher erwähnt, das Ganze wird unter Open-Source-Lizenz laufen, unter einer Open-Source-Lizenz. Ich weiß noch nicht, welche ich nehme, denn ich will ermöglichen, dass das Ganze auch im Unternehmenseinsatz läuft. Ja,
Am Ende noch ein paar Operatoren, die haben sich erst nachträglich als wichtig herausgestellt, weil, wenn man sich, denkt man in C-Sharp an die String-Klasse, dann hat man sich einfach dran gewöhnt, irgendeinen konstanten String reinzumachen plus String plus einen konstanten String und dass das einfach so zusammenhängt. Deswegen habe ich die Operatoren hier auch nochmal implementiert. Auch wieder hier benutzt es einen Zeiger. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich hier einen Zeiger verwenden soll oder die eigentliche Klasse. Je nachdem, wie sich rausstellt, wie die Leute es im Endeffekt verwenden werden, ob sie häufiger mit Zeigern oder mit dem eigentlichen Objekt arbeiten. Aber da bin ich ebenfalls offen für Vorschläge. Hier auch noch ein Plus ist gleich für Number. Sollte ich wahrscheinlich auch noch für den Plus-Operator machen, damit man Strings mit Zahlen konkatenieren kann. Ja, das wäre einfach mal so eine Kurzvorstellung der String-Klasse. Also nichts Großes, erbt von Objekt. Hat die meisten Methoden, zumindest die, die ich für wichtig empfand, von C-Sharp. Die String-Klasse in C-Sharp erbt ja noch von anderen Interfaces, wo es auch noch die Methoden implementiert. Die habe ich allerdings nicht genommen, weil viele davon, ganz ehrlich am Anfang, benutzt wahrscheinlich noch keiner. Und wenn sie einer haben will, dann soll er mir Code vorschlagen und dann gucke ich mir den Code an, prüfe ihn, füge das Ganze dann ein. Ja. Noch ist keine Magie drin, noch sind es hauptsächlich Wrappings oder einfach nur Dinge, die man auf Stack Overflow gefunden hat, aber alles eben schön in einer Klasse verpackt. Deswegen, man kann es hier auch gerne in Test sehen. Hier haben wir zum Beispiel einen, hier kommt ein ganz normaler String zurück und hier kann man sich dann schon mal angucken. Das sind die ganzen Methoden, die man hier zur Verfügung hat. Und das finde ich ganz ehrlich doch schon mal viel netter, einfach die guten alten C-Sharp-Methoden hier zur Verfügung zu haben, wenn ich einen String verwende. Also zumindest eben diese String-Klasse hier sieht man, es ist ein Date-Time. Gibt eine Methode heißt toLongDateString, das heißt, kommt ein DateString zurück und es gibt einen String-Pointer zurück. Ganz einfach, kein irgendwelche Namespaces vorne dran, Namespaces hinter dran. Klar, es wird mich wahrscheinlich immer darauf hinweisen, du musst deinem Projekt einen Namespace geben, damit man es später benutzen kann. Keine Angst, ich werde einen kurzen Namespace-Namen nehmen. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, weil der finale Name sollte nicht .NET Clone werden. Er sollte nur darauf hinweisen, was meine Intention ist. So, Strings sollten wir jetzt eigentlich fertig haben. Objekt sollten wir ebenfalls fertig haben. Ist nicht wirklich viel drin. Zeiger kann man vergleichen. Mehr habe ich hier auch nicht gemacht. Get Hashcode. Ja, ist einfach nur der Zeiger selbst. Was Besseres ist mir nicht eingefallen und falls mich jemand noch darauf hinweisen sollte, nein, ich werde keine anderen Frameworks darin verwenden, außer die C++-Nativen, weil ich gerne gedenke, dass das Ganze auf jedes System portierbar sein soll, auf dem C++ 14 läuft. Also zumindest beim Kompilieren. Das Kompilat selbst, das sollte eh überall laufen, solange der Compiler die Architektur kennt. Ja. Genau, getTypeString. Es gibt ja das Problem mit dem Type. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, was ich mache. Es gibt ja den Type, also den Typ in C-Sharp. Das ist ja eine Typ-Klasse und diese Typ-Klasse, damit kann man ja Typen vergleichen. Das heißt, man kann irgendeine Variable nehmen, man macht getType und ja, dann hat man den Type als Objekt und kann den mit anderen Objekten vergleichen. Und so kann man zum Beispiel in einer if-Abfrage kann man einfach prüfen, ob das einem bestimmten Typ entspricht. Finde ich jetzt an gewisser Stelle ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Char-Pointer oder diesen .NET-String zurückgeben soll, aber das finde ich ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich aus dem getType einen getType-String gemacht, damit es offensichtlicher ist. Ja, es ist ein C-String, es ist kein C++-String und es ist auch kein von meinen Strings. Da bin ich für Vorschläge offen. Also, es sind viele Verwirrungen aufgetreten. Aber jetzt kommen wir zu dem Projekt, das am meisten Hirnschmalz gefordert hat, zu DateTime. Auch eine Sache,
die mir ganz am Anfang wichtig war, ist eben DateTime, weil ich finde, das Konvertieren hin und her und das Arbeiten mit ja, Daten und Zeiten finde ich unter C++ sehr anstrengend. Wir werden gleich sehen in der DateTime Quelldatei, das ist kein schöner Code. Klar, an vielen Stellen kann man Code wegnehmen, wenn man Using Namespace Standard und Using Namespace Standard Chrono machen kann, aber trotzdem sieht es nicht schön aus. Viel hin und her gecastet, viel dies, viel das und ja, dann alte C-Methoden gemischt mit C++-Methoden, gemischt mit der Chrono oder so. Dafür mache ich halt den ganzen Kram hier. Wie üblich, Konstruktoren. Ich habe mir die Freiheit genommen, nicht nur Millisekunden zu nehmen, sondern auch Mikrosekunden. Eine kleine Veränderung, die ich vorgenommen habe, weil ich glaube, in Zukunft wird es darauf hinauslaufen, dass immer mehr Präzision bei Datetime-Objekten benötigt wird. Und ich glaube auch, dass C++ häufig genommen wird wegen seiner Präzisionsmöglichkeit. Man kann ja bei Chrono kann man bis runter auf Nanosekunden gehen. Ich glaube, es dauert noch eine Weile, bis Femtosekunden notwendig werden. Also ja, ich denke mal, es dauert noch 5 bis 10 Jahre oder so. Deswegen habe ich mich erstmal für Mikrosekunden entschieden, weil wenn man hier die System Clock benutzt, dann geht es maximal runter bis auf Mikrosekunden. Das heißt, wenn man diesem Timepoint-Objekt, das zur Chrono gehört, etwas hinzufügen will und man macht dann Nanosekunden, dann gibt es gelegentlich mal Probleme der Duration. Kommt auch später noch. Also habe ich mir hier auch die Freiheit genommen, die Methoden über Jahr, Monat, Tag ein bisschen zu erweitern. Nicht nur Stunde, Minute, Sekunde, sondern auch Millisekunde und Mikrosekunde. Hier ein bisschen mehr Code, aber im Endeffekt dürfte es den Nutzer am Ende nicht stören und höchstens in dem Fall, dass er es braucht, einen Vorteil bringen. Ja, wir haben hier, was man halt machen will. Man will halt etwas hinzufügen zu einem Datum. Man will halt wissen, was für ein Tag ist Moin. Da macht man halt add days, schreibt hier eine 1 rein und dann get day of week. Klar, ist eine Short. So groß ist die Variable nicht. Es gibt nicht so viele Wochentage. Es gibt nur 7 von 0 bis 6. Leider irgendwie bei Sonntag anfangend, aber fragt mich nicht warum. Ja, und deswegen habe ich eben diese ganzen Add-Methoden hier reingebaut. Ticks sind hier bei mir auch mal wieder Mikrosekunden, weil ja, Mikro ist besser als Milli. Und wenn jemand Millisekunden haben will, dann kann er einfach mal 1000 machen. Oder ich mache bei AddTicks mache ich noch eine überladene Methode, dass ich hier Millisekunden eintrage oder sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall, dass der Fokus auf Präzision liegt. Ja, das heißt, ich brauche, denke ich mal, nicht zu erklären, wie das hier funktioniert, also warum ich das hier gebaut habe. Klar, DateTime hat einen Haufen Methoden. Ich habe auch einige weggelassen, wie man sieht. Das wäre wahrscheinlich noch mal ein gutes Stück länger, wahrscheinlich noch mal doppelt so lang, nehme ich an. Ticks, years, compare to, kommt man nicht drum rum. Subtract, dafür braucht man die Timespan-Klasse, die habe ich auch noch teilweise implementiert. Das ist Kram, woran ich mich gestern gesetzt habe. Ja, das. Too long Date String, Too Long Time String und To UTC String. Den habe ich, glaube ich, selbst implementiert. Das, glaube ich, hieß hier anders, sondern hieß, glaube ich, To Universal Time, genau. Und To OA Date. Es gab auch noch andere Methoden, die, glaube ich, To File System Time oder sowas waren. Die haben dann irgendwie gibt eine Zeit zurück, damit das System das irgendwie zur Identifikation für Dateien verwenden kann im Dateisystem. Aber da war ich mir nicht sicher, ob das irgendwas Microsoft-spezifisches ist. Deswegen habe ich es erstmal weggelassen. Kann man später noch hinzufügen. Ja. Hier sind hauptsächlich Methoden, die drüben hier Properties waren. Hier gibt man zum Beispiel vom aktuellen Datetime-Objekt, kriegt man zum Beispiel die Stunde zurück, also den Stundenanteil.
Und das habe ich eben hier in Methoden reingepackt und ein klassisches Get davor gesetzt. Ja, das macht es ein bisschen, also macht es zu einer kleinen Abweichung zum ursprünglichen .NET, aber wie gesagt, keine Properties und da wollte ich mich quasi so an den Standard halten, der sich in C++ und auch eigentlich in so gut wie allen Programmiersprachen gehalten hat. Wenn man irgendwas bekommt von einem Objekt, dann über eine Get-Methode. Ja, zentrale Zeitspeicherung ist ein Timepoint-Objekt von vom Typ System Clock. Es gibt noch die High Precision Clock, aber die gibt nicht die Methoden zurück, die ich haben will. Die System Clock hat zwei Methoden, die für mich essentiell sind bei der Umsetzung, die ich nicht unbedingt selbst implementieren wollte. Wie gesagt, wenn da jemand eine bessere Idee hat oder schon Code vorbereitet, stehe dem Ganzen offen. In den Kommentaren kann man sehr viel Code veröffentlichen. Also ich meine, man hatte, weiß nicht, was weiß ich, wie viele 100 Zeichen man da zur Verfügung hat. Also, gehen wir hier nochmal über die Konstruktoren. Hier fängt es schon an. Microseconds ist eine Duration, also eine Dauer. Das heißt, hier ist es relativ einfach. Microseconds bekomme ich als Long Long, mache ich eine Duration draus und dann mache ich Timepoint. Ja, also ein neues Timepoint-Objekt vom Typ System Clock und dann haue ich einfach die Duration rein und weise es einfach dem aktuellen zu. Keine Magie soweit. Dann kam das aber das Problem, ja, Monat, Tag. Und genau das war es, was ich nicht selbst implementieren wollte, weswegen ich auch System Clock verwendet. Und da kommt halt eben dieses, dieses Struct TM, was wahrscheinlich für Zeit steht, in Betracht, warum man das hier vorne dran schreibt, das wird dann irgendwie leer initialisiert. Dieses TM-Struct, das hat auch eine Eigenart, mit dem ganzen Kram umzugehen. Das heißt, wenn ich hier oben 2014 eintrage und ich würde 2014 direkt hier zuweisen, dann würde das quasi 2000 Jahre in der Zukunft liegen, weil das ab 1990 rechnet. Ab 1900 rechnet. Genau, deswegen, wenn ich hier 2014 eintrage, muss ich von der Variable dann erstmal 1900 abziehen, damit ich das eintragen kann, was dieses Objekt wirklich gerne hätte. Hier sind es 1900. Ja, und hier auch wieder Monat, Tag. Also ich meine, das ist einfach ein Strukt. Kann man sich die Methoden angucken. Für Sekunde, Minute, Stunde, Monat, Jahr, whatever. Ein Make-Time. Hat man hier so ein Time-T-Objekt. Wieder etwas, was ich absolut grausam finde, dass es in C++ sowas gibt. Etwas Unbeschreibenderes gibt es nicht. Wenn jemand sich da eingelesen hat und das schon mehrere Jahre macht, in Ordnung. Oder irgendjemand ein Genie ist, in Ordnung. Aber der Durchschnittsprogrammierer ist nicht glücklich mit dem Namen Time-T. Ja. Riecht irgendwie nach Kerze. Ja, und deswegen haben wir hier wieder ein Timepoint vom Typ System Clock, das quasi System Clock from Time. Das ist genau diese Methode, die ich gern hätte, denn die Methode from Time macht nämlich aus diesem Time-T-Objekt ein Timepoint-Objekt. Genau. Und ja gut, das kann ich dann einfach dem hier zuweisen. Aber ihr seht schon quasi, das hier ist alles nötig, nur um quasi einen Typ zu deklarieren. Und zwar Time, ja, das heißt halt Time, weil ich halt Timepoint genannt habe, weil Temp schon vergeben war. Die Namen hier sind nicht wirklich schön, um sie beschreibend zu machen. Ich werde mir wahrscheinlich später, wenn ich nochmal drüber gehe, noch ein paar schönere Namen ausdenken. Ja, selbiges passiert hier unten, weil hier bin ich bis runter auf die Sekunde gegangen. Dieses TM-Objekt unterstützt noch Sekunde, aber hier wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger, wenn man zu Millisekunde und hier unten Mikrosekunde übergeht. Deswegen gehen wir gleich hier runter. Man kann nämlich einfach ein Plus ist gleich auf ein Timepoint machen, wenn es eine Duration ist, die keine Nanosekunde ist. Also wenn dieses Timepoint ein System Clock Timepoint ist, dann kann man einfach die Duration hier hinzufügen und hier in den Konstruktor haut man einfach Milli- und Mikrosekunden rein.
Dann die Add-Methoden. Das ist dasselbe wie hier oben. Timespan habe ich eine Methode geschrieben, die macht Total Microseconds. Die nehme ich mir einfach, mache eine Mikrosekunden-Duration-Objekt draus und füge es einfach hinzu. Dann wird einfach das wieder hinzugegeben, weil Add sollte meiner Meinung nach das ursprüngliche Objekt verändern. Add Days habe ich mir hier ein bisschen Mühe gemacht, aber ich musste wohl einfach nur Microseconds mal. Klar, wir haben Tage, mal 24 gibt Stunden, mal 3600 gibt Sekunden, genau, und mal 1 Million gibt Mikrosekunden. Genau, so ungefähr. Hier ist natürlich ein Problem, das sehe ich auch. Es könnte Probleme geben mit Schaltjahren, mit allem Möglichen. Es gibt Probleme, die ich nicht vorhersehen kann, weil mit Daten arbeiten, quasi die menschlichen Kalender sind nicht wirklich geil. Das sind eine Sache, die sind aus Notwendigkeit entstanden, aber nicht aus logischem Überlegen. Und deswegen, ich bezeichne sowas gern als organische Entstehung und nicht als, ja, logische Entstehung. Kann man sich jetzt drüber streiten. Ist einfach meine Art zu denken. Und deswegen habe ich es mal bei der einfachen Methode gelassen. Ich addiere das einfach ganz billig hoch und mache daraus dann Mikrosekunden und füge die einfach hinzu. Selbiges habe ich bei Stunde, Mikrosekunde. Da musste ich nicht wirklich irgendwas machen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich hier einen Cast da vorne dran gesetzt habe. Sollte genauso funktionieren. Manchmal bin ich ein bisschen, genau, war wahrscheinlich Steuerung Copy, weil hier habe ich Doubles in Verwendung. Die, ja, deswegen muss man die vorher casten, weil das Ergebnis halt wieder ein Double ist. Ja, Monate, Sekunden, Ticks, auch wieder nur Mikrosekunden, ist also dasselbe wie quasi at Microseconds, das ist quasi dasselbe Code. Jahre ebenfalls. Mal 365 eben noch. Da weiß ich eben auch nicht. Muss ich jetzt eine Kommazahl verwenden? Ich habe hier nur ein einfaches Long genommen, weil ich hoffe, es gibt nicht genug Mikrosekunden in einem Long, glaube ich, damit man mehrere Millionen Jahre in die Zukunft rechnen kann. Ich hoffe, das hat keiner vor damit. Compare to wieder Subtract. Ist halt wieder, man hat hier so ein Timespan-Objekt und dann muss man hier, wenn man nämlich einen Timepoint von einem Timepoint abzieht, dann, ich glaube, dann bekommt man einen Duration. Wenn man bei Duration Count macht, dann bekommt man die Anzahl an Ticks, die Mikrosekunden sind in dem Fall. Und dann, ja, habe ich dem Timespan, habe ich eine Überladung gegeben. Hier sieht man ja long microseconds. Und hier auch wieder ganz schön Timespan, long microseconds. Nicht irgendwas hinzugefügt, was das Ganze wieder total aber ad absurdum führen würde. Subtract ebenfalls wieder hin und her gefuddelt mit Timepoint. Mich das an Arbeit gekostet hat, kann ich ja sagen. Und Kopfschmerzen. Genau, und jetzt kommen wir hier zu den Strings, zu den Date Strings. Da habe ich nicht gewusst, dass es in C++ schon eine Methode gibt, die heißt, die in dem Standard Namespace drin ist, die heißt toString, wo man so gut wie jeden primitiven Zahlendatentyp reinschmeißen kann und er gibt einem die passende String-Repräsentation raus. Deswegen habe ich hier auch noch eine alte C-Methode verwendet, i2a, also Integer to Array heißt es, glaube ich, und mit Array ist halt eben Char-Array, also C-String gemeint. Und ja. Ja, 5, weil ich habe mir gedacht, mach, vielleicht kommt noch eine terminierende 0 hinten dran oder so. Und bei Tagen wird wahrscheinlich nicht mehr als 31 Tage sein. Deswegen mal 3 wegen terminierende 0, bla bla bla. Auch wieder hier System Clock to Time. Deswegen musste ich System Clock verwenden, weil ich hier ein Time-Objekt habe. Ja, ich habe noch eine Methode geschrieben für Get Week Name, also Weekday Name. Damit man eben sowas wie Montag, Dienstag, Freitag sieht man hier unten. Selbiges auch für Monat, ist nichts anderes als ein Switch Case.
Mir ist nachträglich aufgefallen, dass man das Ganze auch anders regeln könnte. Und zwar, man macht einfach ein Array, ein Char, Pointer, Array, whatever, von mit den ganzen Namen und macht dann einfach im Array mit den eckigen Klammern Operatoren, holt man sich dann einfach den passenden Namen raus. Mir ist bewusst, dass das geht. Habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht, weil ich es da noch nicht wusste. Deswegen hier ist auch noch quasi der Fehler an meiner String-Klasse. Wenn man hier einen Plus ist gleich Operator verwenden will, dann muss man das Objekt selbst nehmen. Deswegen, weil das hier ein Zeiger ist, musste ich quasi mit Sternchen hier auf das Objekt selbst referenzieren und dann durfte ich das Plus ist gleich verwenden. Und das, ja, und dann fügt es das hier hinzu. Selbiges funktioniert bei UTC-String. Jahr, Monat, Tag, ein T dazwischen, Stunde, Minute, Sekunde. Ich habe mich jetzt nicht an Daylight Savings Time gehalten. Das heißt, es gibt kein AM, es gibt kein PM. Das sind wieder Sachen, die es verkomplizieren ist. Die würden den Code unnötig aufblasen. Und deswegen lasse ich das lieber raus. Weil es ist so ein amerikanisches Ding und ich finde, man sollte das nicht unbedingt verwenden in AM, TM-Kram. Und ich finde auch, dass der Datum quasi da hier in diesem Code steckt ein bisschen so Voreingenommenheit von mir drin, dass man sagt, ein gutes Datumsformat ist Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde, quasi absteigend. So wie man es leicht sortieren kann. Das heißt, das wäre ein String. Wenn man den String, also mehrere davon übereinander in einer Liste hat, dann kann man den sehr einfach sortieren. Also wirklich sehr einfach. Get Date, genau, gibt einfach nur ein Date-Time-Objekt zurück, wo nur die Datumskomponenten drin sind, nicht die Zeitkomponenten. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen kontrovers. Datum ist auch eine Zeit. Get Day. Das war das, was ich meinte, was Properties in C-Sharp sind, was ich einfach nur Get-Methoden draus gemacht habe. Das Ganze ist quasi einfach nur Steuerung-Copy in andere Sachen übertragen und diese Get-Weekday-by-Name und Get-Month-by-Name, Get-Month-Name, sind einfach nur private Methoden, die ich zur Hilfe verwandt habe. Aber ansonsten, das Date-Time-Objekt benutzt nur diesen einen Zeitpunkt zur Speicherung des Wertes innen drin. Das heißt, es hat sonst keine Speicherdinger wie die aktuelle Kultur, weil andere Kulturen haben andere Datumsformate. Ich habe mir gedacht, dass ich hier vielleicht noch to ISO String mache, weil es gibt ja auch noch die von PHP kenne ich das, glaube ich, was JavaScript, ich weiß es nicht, konnte man ja to ISO String machen, ist halt nach dem ISO Format ausge Druckt, aber es könnte sogar sein, dass mein UTC-String das für mich erledigt. ToString habe ich, glaube ich, noch keins drin. Ja, ToStrings ist noch keins drin. Sollte wahrscheinlich dann auch nur System.Datetime ausgeben. Das ist so die Erklärung für Datetime. Also ich habe da wirklich ein paar Stunden reingesteckt. Eben wegen dieser schlechten Dokumentation und von dieser Unübersichtlichkeit der von Chrono und C-Time. C-Time ist noch halbwegs verständlich. Man merkt, dass es halt aus einer anderen Zeit kommt, sondern man hat mal quasi dieses TM-Objekt und es wird durch Methoden verändert. Es hat keine eigenen Methoden. Das heißt, man muss wissen, was die Methoden sind, die zu diesem Strukt TM gehören. Ich weiß nicht, wie die Leute damals arbeiten konnten, aber die müssten Köpfe gehabt haben. So Dinger. Und Chrono hat halt eben seine eigene Leserlichkeitsprobleme. Selbst ein sehr gutes Tutorial, das ich gefunden habe, sagt Timepoint. Duration ist noch halbwegs verständlich, aber Timepoint ist. Timepoint und Clocks, genau. Weil ich benutze ja diese System Clock, aber es gibt ja noch eine High Precision Clock und es gibt noch eine Steady Clock, die manchmal das eine bedeuten können, aber je nach Implementation und je nach Betriebssystem kann das was eines bedeuten, was anderes bedeuten. Dann hat das Betriebssystem die Präzision, das
Betriebssystem hat die Präzision. Meh. Das heißt, den Code, den ich hier geschrieben habe, der könnte theoretisch auf einem anderen System nicht funktionieren, weil die System Clock schon mit Nanosekunden läuft. Und ich arbeite immer noch mit Mikrosekunden und versuche da und nehme an, dass System Clock so Mikrosekunden haben will. Dabei arbeitet es mit Nanosekunden und dann gibt es irgendein Problem. Deswegen, das ist nicht schön. Das ist so Stoff für Albträume. Für jemanden, der es Gleichmäßiges haben will. Mir ist das Problem bewusst, wodurch dieser komische Code entstanden ist, aber ja. Wozu wollte ich jetzt hin? Timespan. Timespan ist auch in C-Sharp nicht allzu groß. Ich bin auch noch nicht fertig damit, weil man kann ja bei Timespan kann man ja auch noch diese einzelnen Eigenschaften abprüfen. Das heißt, hier habe ich ein Duration-Objekt von System Clock verwendet. Das heißt, es müsste noch ein Get Days, Get Hours, Get Minutes und so weiter müsste es geben. Das käme dann hier unten dran. Aber das ist halt Arbeit und das mache ich halt weg von der Kamera, weil allein schon die Erklärung, wie ihr gemerkt habt, dauert. Das heißt, tut mir leid für das lange Video, aber ich will einen Einblick in das geben, was ich bisher gemacht habe und ich habe halt schon ein paar Stunden dran gearbeitet und deswegen ist es auch, selbst wenn es eine kurze Erklärung ist, schon relativ entsprechend lang. Timespan. Oh la la, was habe ich denn da vergessen? Objekt. Ich weiß jetzt nicht, warum das Objekt mit drin hat. Wahrscheinlich über dieses String, weil String schon Objekt hat. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, was mit dem Include, was hier und das nicht irgendwas, was mehrmals included und wo man hier Pragma Once verwendet muss und ja, da muss ich mich auch nochmal reinlesen. Das ist nicht so wie in C-Sharp, wo man einfach so, dass alles von selbst passiert. Genau. Und die Konstruktoren sind auch wieder selbsterklärend, habe ich hier nur bis Millisekunden runtergemacht. Timespan wird sich wahrscheinlich sogar lohnen, das bis auf Mikrosekunden runterzumachen. Aber so weit war ich noch nicht, weil hier sind halt noch Tage mit drin. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Ich denke mal, in .NET sind sie auch einfach so entstanden. Also quasi am Anfang gab es nur den Konstruktor, Stunden, Minuten, Sekunden. Und irgendwann kam jemand, der sagte, wir bräuchten noch Millisekunden. Ja, dann machen wir halt noch Millisekunden dazu, aber was ist mit Tagen? Ja gut, dann machen wir halt noch Tage hinzu. Und deswegen ist es wahrscheinlich dann so entstanden. Weil ansonsten gäbe es, keine Ahnung, 40 verschiedene Konstruktoren für die unterschiedlichen Bedürfnisse. Dann zwei Timespans zusammenfügen, macht Sinn. Sollte man vielleicht sogar als Operator einfügen, hier unten. Man halt nicht nur das Add verwenden kann, sondern einfach den Plus-Operator und dann klatscht man die Dinger zusammen. Kann ja auch sein, dass eine Timespan negativ ist, glaube ich. Compare. Muss ich nicht erklären. Negate. Das heißt, Timespan geht halt statt in die eine Richtung, in die andere Richtung. Das heißt halt, statt plus 5 Sekunden sind es halt minus 5 Sekunden. Kann man ja machen. Passiert manchmal, dass man es braucht. Könnte man auch irgendwie mal minus 1 machen oder so, aber einem passt. Negate ist ein bisschen klarer zu sehen. Also macht den Code lesbarer. Und das ist ja der Sinn von dem Ganzen. Subtract, ja. Wäre auch sinnvoll, den Minus-Operator da einzubauen. ToString, habe ich das überhaupt schon gemacht? Subtract, ToString, genau. Bei ToString habe ich jetzt nichts gemacht, wo halt jetzt System.Timespan rauskommt. Sondern das habe ich überschrieben, weil es ja von Objekt erbt. Habe ich das eben überschrieben. Und das sorgt dann halt, dass das Ganze als String eben rauskommt. Tage, Minuten, Sekunden, Millisekunden. Noch nicht bis auf die Mikrosekundenpräzision runtergearbeitet. Dann halt die Methode, die ich zuerst implementiert habe, Total Microseconds, dass ich eben eine Möglichkeit habe, das Timespan-Objekt, wenn ich mal anders damit arbeiten will, dass ich mir halt dann die Mikrosekunden rausziehen kann. Zum Beispiel im Date Time. Da arbeite ich ja quasi auf der Mikrosekundenbasis als kleinster gemeinsamer Nenner. Und
Da brauche ich halt eben diese Mikrosekunden und deswegen halt. Timespin hat, glaube ich, auch irgendwas ähnliches mit Total Schlag mich tot. Wenn wir gerade mal Milliseconds, genau hier, ganz viele Total, Total Days, Total Hours und so weiter. Muss ich alles noch implementieren. Es gibt dann halt Get Total Milliseconds oder einfach nur Total Milliseconds, Milliseconds. Ich weiß noch nicht, ob ich hier ein Get davor setzen soll. Wird dann halt sehr lang. Get Total Microseconds. Und GetTotalMS ist auch schon wieder so, ja, ist kürzer, ist C-ähnlicher, aber Übersichtlichkeit geht wieder verloren. Naja, aber genau, ich könnte jetzt noch eine kleine Demonstration machen. Ja, ich habe kleine Veränderungen vorgenommen, die aber niemandem wehtun sollten. Tada, funktioniert. So, hier ein Daytime-Objekt initialisiert mit 2017, von dem 1900 abgezogen werden. 2.4. So. Dann sehen wir hier, wie viel Mikrosekunden das sind. Viele, sagen wir es mal so. Ganz viele Nullen, weil halt einfach nur ein Datum. Dann wird das Ganze einfach nur GetDay, GetMonth, GetYear über ein Cout gemacht, weil GetYear macht einfach nur ein. Okay, wird gerade nicht angezeigt, aber wir sehen es hier. Der 4.1.2017. Da muss ich auch noch gucken, dass es richtig gespeichert wird, weil der fängt bei Monaten, glaube ich, bei 0 an zu zählen. Also irgendwas. Da muss ich nochmal kurz reingucken. Da habe ich, glaube ich, ein minus 1 an der Stelle gemacht, wo ich keins hätte machen sollen. Hier auch wieder. Wird aus dem Date, wird ein TooLongDateString gemacht, das ist aber halt ein spezieller String für mich, der mit cout nicht richtig funktioniert, das werde ich demnächst auch noch ersetzen, aus cout wird dann console.writeline, dann werde ich das ganze cout-Kram wrappen damit, get den String-Value, weil mit normalen Strings funktioniert, nächste Zeile und dann der LongTimeString, ja, können wir gleich mal machen, so, hier Sonntag, hier funktioniert es nämlich wieder. Wir haben heute den, gut, heute ist der 5. Februar, aber hier, klar, 4. Februar 2017. Funktioniert an sich. 00:00 Uhr. Ist auch klar, warum. Dann neues Time-Objekt, wo ich mir etwa irgendwas aus den Fingern gezogen habe. Also irgendein Long. Hier wird es selber wieder gemacht. Ja, Donnerstag, 6. Januar 1970. Da ist wohl Zeit nicht groß genug, man muss dran denken, das sind Mikrosekunden, glaube ich, und halt irgendeine Uhrzeit. Ein Timespan-Objekt, das dann auch wieder toString gemacht wird. Dann sehen wir einfach, das sind 0 Tage, 1 Stunde 16 Minuten, 16 Minuten 7 Sekunden, 345 Sekunden. Ja, damit ist System Pause, damit kann man das hier beenden, das läuft noch, weil der Debugger dann irgendwie rausspringt bei dem System Pause. Warum auch immer. Aber damit ist die Vorstellung beendet. Also ihr seht, allein beim Durchgucken sind jetzt noch Dinge entstanden. Kennt vielleicht jemand das Prinzip Rubber Duck Debugging? Man hat quasi so ein kleines Gummientchen vor sich stehen und man erzählt dem Gummientchen, wie der Code funktioniert. Und weil man es sich quasi selbst nochmal erklärt, merkt man, wo der Fehler dran hängt. Klingt lächerlich, funktioniert aber sehr gut, wie ihr gerade gesehen habt. Man merkt einfach Sachen, die man vorher übersehen hat, weil man woanders war. Ja, und damit endet diese Vorstellung für dieses erste Fortschrittsvideo. Das heißt, wahrscheinlich kommt in einer Woche nochmal eins, vermutlich. Ja. Und damit habe ich das vorgestellt, wenn ihr Vorschläge habt. Also als nächstes ist Timespan fertig machen. Danach kommt Console. Also dass man halt das Writeline, dass man das nicht so komisch hier ausgeben muss, sondern dass man das einfach direkt über Console Writeline auf die Konsole rein drauf machen kann und Console Read oder Readline oder so irgendwas. Und danach habe ich mir gedacht, nehme ich mir die Convert-Klasse vor. Also wo man zwischen verschiedenen Standardtypen wie Strings und den anderen Standardzahlentypen hin und her konvertieren kann.
Und ich bin für Vorschläge offen, was als nächstes drankommt. Wenn ihr so quasi Fans von .NET seid wie ich. Oder besser gesagt, Fans, ja. Ich habe quasi drauf gelernt. Das ist wie wenn man auf einem Auto lernt, man geht dann zu einem anderen Auto und man merkt, da fehlt irgendwas. Aber da wir glücklicherweise Programmierer sind, können wir das einfach hinzufügen. Einfach ein Framework schreiben. Ein bisschen schwieriger beim Auto. Aber eine Drehbank und den ganzen Shit, Know-how, Werkzeug, kostet Geld. Ich nehme einfach eine Community Edition vom Visual Studio. Das ist das Schöne am Programmierer-Dasein. Ich könnte das Ganze auf einer Gurke schreiben und könnte Code für hocheffiziente Maschinen schreiben. Oder für Server oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall danke ich damit fürs Zuschauen und Fragen gerne in die Kommentare. Und damit das Video auch von anderen Programmierern gesehen wird, könnt ihr mir auch gerne einen Daumen hoch geben. Auf dann!